Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Waterworld. Sankenland. Na gut, Waterworld. Egal. Mein Lieben, ich freue mich mega, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich mega, dass ihr wieder reinschaut. Heute gehen wir hier hinten weiter und zwar möchte ich diese Insel mit euch zusammen noch ein bisschen ausräumen. Wir haben die bis jetzt zu 19% ausgeräumt. Das kann man so gar nicht glauben. Ich denke immer die ganze Zeit, also so eine Rieseninsel, die muss ja Tonnen von Loot beherbergen und das ist tatsächlich so. Guck mal, die Holztruhe ist mittlerweile auch voll. Also mit allen Stuff, alles, was es dort gibt. Ich glaube, da hättest du erst einmal die nächsten Spielstunden. Hättest du da erstmal Material, wo du da ein bisschen was basteln könntest, dich weiterentwickeln kannst und so weiter und so fort. Und das werden wir dann auch machen, ne? Keine Sorge. Wir werden aber nochmal da zurückstoßen und werden mal schauen, dass wir da noch so eine Kleinigkeit, dass wir noch so eine Kleinigkeit looten können, ne? Würde ich sagen. Das heißt, wir stoßen zurück, einmal 180 Grad drehen und dann fahren wir dort hinten wieder an, ne? So, ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht ganz auf der richtigen Spur. Ich wollte es gerade sagen, wir müssen weiter dahinter gucken. Dahin, dahin als Anhaltspunkt geht die Straße. Und übrigens, meine Lieben, man kann ja in diesem Spiel eigentlich überall bauen. Wisst ihr, was das heißt? Wir bauen einen kompletten Steg um unsere Insel. Ich habe mir jetzt noch so Folgendes ausgedacht. Erstens, wenn wir schon sowas bauen, weil guckt mal, wie groß die Karte wird und bald vielleicht werden wird, dann sollten wir doch schauen, dass wir irgendwo zentral unsere Insel aufstellen. Das heißt, wenn man jetzt mal über diese Karte so eine kleine gedachte Linie ziehen würde, dann würde ich doch eher mal vorschlagen, dass wir hier hinter der Radiosenderinsel, hier zwischendrin, da müssten wir eher unser Hauptquartier aufschlagen. Und wisst ihr warum? Weil das ziemlich zentral ist auf der Karte und man dann relativ schnell nach Osten und nach Westen kommt. Wisst ihr, was ich meine? Da hat man für alles denselben Weg. Weil wenn wir auch von der Insel nach Osten fahren würden, das dauert ja ewig. Das ist ja ein Ewigkeitsspiel. Ne? Und dadurch, dass man halt leider hier nicht alle Ressourcen wiederbekommt, ja, ist das halt so eine Sache. Aber das Schöne ist halt dran, dass es hier sehr, sehr viele Locations gibt. Mittlerweile werden diese Locations dann wieder respawnen. Sind überall 100% drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint ist mit dem Respawn. Aber ich habe gelesen, dass Loot wiederkommt und dass man halt dann, um den Wiederspielwert zu erhöhen, dann immer wieder auch auf dieselben Inseln wieder gehen kann und dort immer wieder looten kann. Entschuldigt bitte kurz. Boah, das war gerade, also jetzt hätte es euch hundertprozentig den Panzer komplett weggehauen. Bei den zwei, dreimal Niesen. Ich hoffe mal, alles ist gut. Hat man so, also bei den Übergängen merke ich das immer so im Laufe des Jahres. Jetzt gerade, wenn es so angenehm warm war, gerade durch den Sommer, es war wirklich geil warm, sage ich mal. Für einige übertrieben warm, auch für mich. Aber für andere dann wieder viel zu warm oder auch normal angenehme Temperaturen. Und jetzt kommt die Übergangszeit. Das heißt, von jetzt auf gleich sinken die Temperaturen um gleich mal 20 Grad. Das muss dann erstmal irgendwie versuchen, das muss er dann erstmal versuchen zu kompensieren. Ne? Da kriege ich meistens, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich kriege da meistens so einen Schnupfen oder einmal eine leichte Grippe. Hatte ich auch schon letztes Jahr. Ja, sei es doch. Jetzt gehen wir auch mal weiter. Und meistens waren dann hier diese Leute, die dann angefangen haben, mit uns zu kämpfen. Die haben sich dann hierher gestellt und ich weiß nicht, was die wollten, aber ja, die wollten dann halt so gegen uns kämpfen irgendwie. Und dann haben sie uns nicht mehr gefunden oder was und dann sind die halt dort runtergelaufen. Dürfen wir das Ding ausluden? Ich sehe kein F. Ich sehe leider kein F für Loot mich aus, mein Freund. Sehr schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. Pass auf. Ich hab's gewusst. Jetzt kommt hier so ein Schlaumeier. Kommt da die Rampe runtergelaufen oder wie sieht's aus? Ne, da kommt nicht die Rampe runtergelaufen. Aber wie es aussieht, ist er schon ein bisschen sauer, ne? Schöner Treffer. Ich sag mal eher so zwischen Schulter und Kopf, ne, wie es aussieht. Mist. Hey, das war ideal getroffen. Gut, vorbei der Spaß. Sag ich auch mal ciao. Okay, was hätten wir denn? Einen kaputten taktischen Helm. Wir nehmen alles mit, ganz klar. Aber irgendwie kommen wir hier nicht rein, hä? Das ist aber nicht schön jetzt. Wie kommen wir dann da hinten an die Kiste ran? Beratet mir das mal bitte. Weil wenn wir hier runterfallen, haben wir ein Problem, ne?
Oder kommen wir hier noch irgendwie anders an das Gebäude? Oder müssen wir uns hier hochbauen? Ich hatte wirklich gedacht, dass wir hier über das Förderband hier hochkommen. Aber guck mal, angeblich kommen wir hier nicht rein. Na, wie sieht's aus, meine Freunde? Klar! War ein totaler Kopftreffer. Hey! Schade, dass wir hier wie bei XCOM keinen Höhenbonus oder sowas haben. Zusätzliche kritische Trefferchance oder irgendwas. Jetzt ist das sauer, jetzt ist der abgehauen, jetzt steht er hinter dem Container, hä? Ist das wirklich dein Ernst, mein Freund? Müssen wir hier runterkommen? Super. Okay, so kommen wir rein. So, dann einmal den Koffer untersuchen. Ja, dankeschön. Sehr gerne. Wir hätten doch gar keine andere Möglichkeit gehabt, hier reinzukommen. Hast du wieder Mut gefasst, mein Freund? Ich habe dich schon gesehen. Du stehst in dem Container, aber... Ja, wie gesagt... Schön langsam, schön langsam. Und wieder die Kampfmusik, gehört's? Na klar. Dankeschön. Ja, lege eine. Zum Glück haben wir Verband mit. Boah! Okay, das war schon mal wieder so ein Kandidat, hä? So, das Ding dürfen wir auch komplett durchsuchen. Lagerhaus der Erlöser-Clan. Das klingt schon mal katastrophal, ganz ehrlich. Weil ich will nicht wissen, was die hier noch für Leute haben. Ich möchte es nicht wissen, haben wir hier. Ich glaube, hier waren wir schon drin, ne? Das hat man schon ausgelootet, das Ding. Hier unten auch. War man da? Hat man da nicht noch irgendeine Kleinigkeit vergessen? Ja, genau. Was war doch das? Yep. Jetstream Bowrider. Dann gibt es ja noch ein bisschen was, einen kaputten Polizeihelm. Das nehmen wir alles gerne mit. Den Safe hat man stehen gelassen. Das Ganze war ganz einfach dem geschuldet, weil unser Inventar war komplett voll. Und bevor wir hier noch irgendwas anstellen, habe ich ja gedacht, komm hier, schwimmen erstmal zurück. Jacke nehmen wir natürlich mit. Das dürfen wir leider nicht ausluden. Das selbstredend. Hier gibt es auch noch einen Schrank, den können wir bestimmt auch noch mitnehmen. Wie viel hält er aus, eh? Okay, schnell hoch. Kurz warten, wieder auffüllen. Da oben ist wieder Erz zum Wegpicken. Aber dann würde ich erstmal sagen, das lassen wir erstmal so. Ja, hier ist alles leer. Perfekt. Gucken wir mal hier rein. Hier ist nichts, da ist auch nichts. Deshalb bei den großen Inseln, es lohnt sich auch wirklich mal, nochmal hier unter Wasser zu gehen und wenigstens die Lokalitäten hier außen, um nochmal wenigstens zu überprüfen. Guckt mal, ne? Hier steht ein Auto. Hier unten führt man so eine Straße lang. Da könnte man vielleicht auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit finden wir da garantiert auch noch irgend sowas. Und denkt dran, wir müssen dann halt auch zwischendurch wieder nach Hause, weil klar, wir haben jetzt mega viel Rucksackinventar. Aber es wird dann auch irgendwann halt wieder kalt. Ne? Wir sind dann halt, hier ist das Lagerhaus und wir sind genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, wir müssen dann einmal komplett nochmal um die Insel rumlaufen. Jetzt machen wir erstmal so Kleinigkeit zu essen und zu trinken einnehmen. Das heilt uns gleich noch ein ganz kleines bisschen. So, und dann haben wir hier oben die großen Lagerhäuser. Wie sieht es denn hier unten aus? Ne, hier unten ist nichts mehr. Das ist gut, wenn im Wasser nichts mehr ist.
Da muss man nicht zu groß danach suchen. Das sieht eher ein bisschen anders aus hier auf der Seite. Guckt mal. Wow, wie viele. Boah! Wie viel kann man denn da noch komplett durchsuchen? Ich glaube das gar nicht, hä? Und passt mal auf, hier und da gibt es garantiert noch Gegner auf der Insel. So, Gummi hätten wir. Dann durchsuchen wir mal hier das wunderschöne, in die Jahre gekommene Oldsmobil. Komm, das war sehr höflich. Und wir haben übrigens immer noch Platz im Inventar. Ich möchte es nur noch mal ganz kurz sagen. Mit dem neuen Rucksack. Und es kommt wieder Kampfmusik. Sehr schön. Dann würde ich erstmal gucken, ob wir von hinten irgendwo reinkommen. Das sieht eher aus wie ein Hangar. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das ist bestimmt einer. Okay, man kommt hier nicht rein. Also zückt man mal wieder die Armbrust mit unseren letzten 20 Bolzen. Und dann guckt man mal, was es hier vorne noch so Lustiges gibt. Bestimmt noch den einen oder anderen sehr, sehr interessanten Kampf gleich. Das war definitiv sehr laut. Hier drin ist keiner. Hier drin ist wirklich keiner. Boah, Gummi, Metallschrott, Komponenten, Stoff. Eigentlich alles, was der Überlebende von heute, eigentlich alles, was er braucht. Wahnsinn. Und jetzt erst gleich ist unser Inventar voll. Was hätten wir denn hier? Bücher oder was ist das? Ich glaube das gar nicht. Guck mal, fortgeschrittene Teile. So sehen die aus. Okay, Glas könnten wir einslotten. Stoffe auch. Dann hätten wir das extra. Sieht's denn aus Gummi? Bräuchte man auch extra die elektronischen Teile. Die kommen. Geil, wir können alles mitnehmen. Wir können auch die fortgeschrittenen Teile mitnehmen. Sehr geil. Oh, hier gibt es wieder jede Menge Munition. Alles klar. Leider können wir hier nicht reinschauen. Auch hier nicht. Keine Chance. Aber wie gesagt, hier hinten, wir kommen dann wieder bei unserem Inventar sowieso voll. Hallo. Na klar, ne, ja, das... Mist. Respekt. Kommt der nochmal rumgelaufen oder wie sieht es aus? Wir können nur noch gleich eine Kleinigkeit heilen. Aber der kommt nochmal außen rum. Das okay, der hat uns gesehen. Wir haben den trotzdem nochmal getroffen beim Rückwärtslaufen. Aufpassen, in dem Containerwirrwarr hier, da kommst du ganz schnell durcheinander. Und vor allen Dingen weißt du jetzt nicht genau, wo ist denn der Typ jetzt hin? Da drinnen ist er. Schaut mal, da drin wartet auch noch jemand auf uns. Yep, das ist der aber nicht. Das ist nicht der Typ, der hier auf uns geschossen hat. Da oben wartet auch noch einer. Was für ein Kopftreffer. Schön aus. Der ist sehr schön ausgewichen. Das war's. Gut, das ist der nächste, der weg ist. Aber wo ist denn der Typ, Mensch? Ich schwör's euch, der hat auch nur noch einen Treffer gebraucht. Nehmen wir. Und wieder Kampfmusik. Erstmal gucken. Wo steht einer? Wo steht er? Das ist doch tatsächlich ein Hangar. Das ist tatsächlich... Nee, das ist kein Hangar. Und hier ist eine richtig eingefallene Straße, nimm mit einem drum. Das ist ja der Hammer, wie es hier aussieht. Unglaublich. Ja, komm schnell.
Vielleicht haben wir Glück und die. Vielleicht haben wir Glück und die stehen wieder hier unten. In der Felskante drin. Da, wisst ihr, was ich meine? Nee, aber heute mal nicht. Alles cool. Da ist unser Boot. Jetzt gehen wir nur noch mal hoch und werden noch ein bisschen was ausluten. Was anders machen wir jetzt nicht. Weil unser Boot steht hier. Der ganze. Ich sag mal, die Truhe ist ja auch schon leer. Die Truhe ist noch leer von unserem Boot. Ja. Also alles nur mal rein. Das ist mir egal, so. Und jetzt schnell wieder raus und dann holen wir uns dort oben noch von den Containern und so weiter, so was wir kriegen können. Noch ein bisschen Loot, damit wir nicht halb leer hier zurückfahren. Sondern ich würde dann eher mal sagen, egal was wir jetzt in die Finger kriegen. So, das hat man schon geleert. Passt. Da waren wir auch schon drin. Das ist aber nett. Immer schön bewegen, ne? Verdammt, hält da viel aus, wollte ich gerade sagen. Alles gut. Das war's. Mist. Hier kommen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen oben wieder übers Dach und drüben runterspringen. Und jetzt wird's nämlich dunkel. Ich hab mir das doch sowas von gedacht. Genauso rein. Genauso habe ich immer. Okay, bisschen Munition. Besser als nichts, ne? Sind wir ehrlich? So, komm, noch ein bisschen was ausräumen, wenn wir noch was. Wenn wir noch irgendwas in die Hand kriegen. Sehr schön, danke. Das war zumindest Nummer 1. Dann nehmen wir hier gleich diesen Schrottcontainer mit. Und wieder Kampfmucke, ne? Und ich weiß wieder nicht, wo die sind. Wow, geil, danke. Das hat sich echt gelohnt, das mitzunehmen. Es ist nämlich 18.17 Uhr und wir müssen noch nach Hause. So, da kommen wir nicht rein in den Container. Hier kommen wir leider auch nicht rein. Okay, Kampfmusik. Wo steht er? Wo? Komm ran. Komm ran, mein Freund. Das ist das, was mich hier so ein ganz kleines bisschen ärgert, ne? Du weißt halt nicht wirklich erstmal, wo sie stehen und so weiter und so fort. Komm, wir machen uns gleich nach Hause. Hier noch den Container wegleeren und dann. Ja, da können wir auch ein ganz kleines bisschen unsere Basis wieder ausbauen. Das ist kein Thema. Ne, alles schick. Man kommt hier halt in die wenigsten von die Container rein. Aber ich würde halt ungern irgendwas zurücklassen. Nur weil jetzt hier so schnell, ne? Aber wie gesagt, die Minen, die bauen wir, das bauen wir alles noch ab. Einmal Heilung rein, Freunde sein. Dann könnten wir auch zur Not haben wir noch ein bisschen was Größeres. Ne, das Essen haben wir auch rausgepackt. Ah! So, Truhe passt. Okay, fahren. Ab zurück. Dann müssen wir nochmal nachtanken. Einmal wenden. So, und dann ab, komm nach Hause. Wir müssen als kleine, grobe Orientierung immer an diesem Strommast, an diesem großen Strommast vorbei. Also als kleine, ihr wisst schon. Na so. Ne, ihr seht jetzt Maschinenfabrik und da haben wir die Insel der Schiffbrüchigen. Die ist leider hinter. Das heißt, egal was passiert, wir müssen hier vorbei. Da leuchtet die Basis.
Da haben wir so die Fackeln. Und ihr merkt schon, es wird außenrum wieder kalt, ne? Haben wir wenigstens ein kleines bisschen Holz mit. Oh, Mist, Truhe. Jawohl, komm, das nehmen wir gleich raus. Komm, weiter geht's. Dann lassen wir unser kleines Bötchen, das lassen wir gleich hier stehen. Ja. Weil jetzt wird es nämlich gleich kalt. Und dann, wir müssen sowieso wieder zurück, weil wir haben nicht mal mehr Waffen. Also, ne, ihr seht's. Bolzen und so weiter, das ist alles alle. Wir werden jetzt noch die ganze Munition so ein ganz kleines bisschen verräumen. Das hier sind die wertvollen, die wichtigen Teile. Da habe ich auch unter anderem das, also das ganze Zeug, alles was so mit Klamotten zu tun hatte, habe ich dann hier alles da reingepackt. Und dann habe ich hier extra, guck mal, ich habe hier extra so einen kleinen Munitionsslot angefangen. So, wo halt alles mögliche an Munition reinkommt. Ich glaube, das ist schon besser. Die Waffenteile brauchen wir übrigens auch. Wahnsinn. Und jetzt werden wir nochmal die zwei Lagerfeuer entzünden. Bam, bam, bam. Und wir haben auf der Gegenseite hier unten haben wir auch noch eins stehen. Bam, bam, bam. So, und dann ab hoch ins Bett. Und dann würde ich sagen, im zweiten Step, jetzt gleich, würde ich gerne meine Basis noch so ein bisschen ausbauen. Ja, habt ihr Bock noch? Die letzten, ja. Schlafen. Gehen wir rein. Früh 7 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir reparieren mal noch schnell die... Wollte gerade sagen, schnell nochmal durch. Was ist hier passiert, hä? Guckt mal. Gehen die automatisch kaputt nach ein paar Tagen? Darf ich das jetzt richtig interpretieren oder war das jetzt falsche Annahme? So wie es aussieht, geht die kaputt, hä? Cool. Das geht kaputt. Komisch. Aber so essen oder sowas nicht. Na ja, gut. So, dann holen wir uns mal schnell noch was zu essen. Hier liegt noch ein Holzstrunk in der Gegend rum. Auch nicht so schön. Hier gibt es noch die Meeresfrüchteplatte. Schaut mal. Einmal rein und schon geht es uns wieder gut, ne? Ist mega geil. Und ein bisschen trinken können wir auch noch. Genau. So, dann werden wir jetzt gleich mal was durchkochen. Los geht's. Und dann müssen wir... Und dann will ich mal gucken, dass ich die Basis, beziehungsweise hier an den Stegen, noch so ein ganz kleines bisschen befestige. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde dann hier einfach entweder... Machen wir es jetzt wirklich so, dass wir nochmal umziehen. Ne, oder so, dass wir nochmal uns eine andere Basis suchen. Zum Beispiel... Wie gesagt, zum Beispiel hier hinter dieser Radiosenderinsel. Das hier scheint mir ziemlich zentral zu sein. Das hier. Und vor allem kann man trotzdem relativ schnell alle Inseln anfahren, wo man Bock hat. Und dann hier halt hier hinter. Da müssen wir wirklich sehr, sehr weit fahren. Aber ich sag mal, direkt auf dem Wasser bauen. Ihr wisst ja, das geht ja in dem Spiel. Also ne, direkt bauen, Holzfundament. Und dann seht ihr's. Also wir, das geht. Also es ist kein Thema. Oben oder unten, da müssen wir halt irgendwie anfangen. Verstärktes Fundament hier, ne, zum Beispiel. Oder dann hier ein Metallfundament. Also es ginge garantiert alles. Also ich würde dann echt damit dann mal anfangen, bevor wir dann hier irgendwas machen. Dann würde ich dann eher dafür sorgen, dass wir die Basis hier abreißen und wir uns dann nochmal ganz in Ruhe und ganz entspannt dort drüben aufbauen. Was seid ihr denn davon? So eine richtig schöne Basis direkt, wenn es geht, irgendwie im Wasser. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Ach, guck mal, die Gesundheitsanzeige ist oben drüber. Sehr geil. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt unser Bötchen schnappen und werden mal direkt an diesen Punkt fahren. Und zwar direkt hier hinten. Da würde ich gerne hinfahren wollen. An der Radiosenderinsel südöstlich. Schauen wir einfach mal. So viel Sprit sollte man eigentlich noch drin haben, dass das noch drin ist. Können wir noch mal gucken. Nee. Wir müssen so dahinter ungefähr. Haben wir in der Kiste noch ein paar Metalle? Haben wir sogar noch. Also ein Fundament könnten wir uns noch setzen. Das wäre kein Problem. Soll ich nur noch immer mal gucken, ob das auch wirklich so passt? Vor allen Dingen...
Meistens ist es so, dass ich mir für solche Spiele dann so immer was vornehme. Aber meistens ist es so, dass das nie richtig hinhaut. Ich habe dann wie so eine kleine To-Do-Liste, was ich dann alles noch aufbauen möchte und so weiter. Ob ich dann hier noch irgendwas aufbauen kann, dann habe ich noch so zwei, drei Fragen, was ich dann auch noch testen möchte, was ich euch auch noch beibringen, beziehungsweise was ich euch auch noch zeigen könnte. Das war zum Beispiel, oh, da hinten ist auch noch was. Zum Beispiel wäre das, oder zum Beispiel ist das, dieses Bauen ohne Säulen. Ja, das heißt, da können wir einfach, wie soll ich noch sagen, einfach halt basteln und dann halt die Säulen wegnehmen. Da hier ne, hätte ich gerne mal angefangen zu bauen. Einfach so mal hier. Das ist der Freizeitpark. Schauen wir mal rein. Oh, yes, baby. Guckt euch das an. Geil. Oh, ja. Klar. Super. Haben wir da noch ein bisschen Sprit drin? Ja. Okay. Was gibt's da hinten? Das ist dann das, ne? Also hier ist der Freizeitpark. Hier vorne wäre dann die Radiosenderinsel und das ist das sogenannte Bürgerzentrum. Okay, gucken wir uns das auch nochmal an. Dann hauen wir uns da hier auch nochmal gerne ins Wasser rein. Wow! Ist okay. Das ist ja fantastisch. Da brauchen wir aber schon etwas bessere Ausrüstung. He? Da kann man nur noch runtergehen. Da könnte man nur noch runtergehen, wenn man eine Sauerstoffflasche hat. He? Wo sind nur noch... Und der Boot hier. So. Und dann würde ich vorschlagen, fahren wir mal im letzten Step noch hier vor. Und schauen uns das hier noch an. Aber ich glaube, das ist das Bürgerzentrum, oder? Ja, das ist es. Ich meine, geil ist es. Das erinnert mich so an Raft. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das erinnert mich so mega an Raft. Wauzi, wauzi, wauzi. Und guckt euch bitte an, wie groß das ist. Diese Lokalität, das ist ja der Oberknüller. Was? Jetzt wäre halt die Frage, wie, wo bauen? Weil guck mal, wie hoch die Gebäude hier gehen. Und ich weiß nicht, ob das hier... Ich meine, das wäre halt ideal, ne, hier die Lokalität. Das wäre sogar hier ideal. Hier. Hier so dran. Ne? Direkt hier im Wasser. Direkt hier zwischen die Lokalitäten. So, damit wir uns, sagen wir mal, so ein ganz kleines bisschen der Radioinsel nähern. Ja, würde ich sagen. Ich sag mal eher, die Radioinsel liegt ziemlich zentral. Eher so ein Stück weiter dahinter. Und da würde ich tatsächlich schon anfangen, im Meer zu bauen. Ich würde tatsächlich anfangen mit Umbauen. Ich würde dann hier so halten, hier. So, ja, dann guck mal, ne? Das ist hier fast relativ freies Gelände. Hier. Und da hier würde ich anfangen. Wir könnten sogar noch richtig freies Gelände suchen, indem wir dorthinter fahren. Guck mal, das sind auch noch so kleine Locations hier. Ne, Freizeitpark da drüben. Ja. Ne, hier auf jeden Fall. So, und dann setzen wir hier unsere zwei Fundamente und dann würde ich sagen, machen wir die Folge heute etwas kürzer. Und die nächste Folge wird dann halt dementsprechend ein kleines bisschen länger. Aber es macht riesig Spaß. Wir bauen jetzt mal schnell hier, also Holz hätten wir da. Ich glaube, Metalle hat man auch, hatte ich ja gerade gesagt, hat man auch noch ein bisschen da. Und dann bauen wir hier einfach... Fangen wir einfach an und bauen einfach ein paar Metallfundamente her. Schaut mal. Wie richten wir das Ding aus? Ich würde sagen, so wie wir gucken, oder? Nee. So, in die Richtung richten wir das gerne aus. Damit wir zumindestens in eine Himmelsrichtung gucken. Und so hier ist genau Westen. So hier. Also da wäre jetzt hier so Westen. Also stellen wir das Ding genau so hier her. Das ist ja so geil, dass man dann halt einfach hier anfangen kann mit Bauen. Ne, guckt euch einfach an. Und dann merken wir uns das Radiocenter, Freizeitpark, Bürgerzentrum. Dieses Eck, das nehmen wir ein
Und dann würde ich sagen, meine Lieben, ich war wieder zurück. Wir haben jetzt eine etwas größere Mission vor uns. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich würde das Ding dann gerne wirklich nicht nur ausbauen, sondern, ey, das Ding wird so groß. Ich sag's euch. Ne? So, Insel der Schiffbrüchigen. Da hinten müssen wir hin. Da hinten sehen wir unsere Location. Und eigentlich mit Blick hierher... Nee, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht. Aber gut. Dann, meine Lieben, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Ciao, ciao.